Und Hallöchen, liebe Freunde, hier sind wieder die Chemiker Foxys und wir haben was gekauft. Wir haben es hier schon ein bisschen zurechtgelegt, damit wir hier nicht alle hier nachher ein bisschen rumkaspern. Das ist ein Parfüm, Superlab nennt sich das hier. Hier ist da alles drin. Wir können ja einmal ganz kurz durchgehen. Und zwar als erstes, es gibt eine App. Die Roma kann ja einmal ganz kurz was zeigen. Oh, hier. Ja, das ist die App. Man kann sich da, was ist da drauf? Du hast hier durchgeguckt, Rezepte? Ja, stimmt. Das ist dann die App. Dann kannst du dann hier reinklicken. Dann kannst du die App wieder so machen. Kannst du einfach raus und dann hier Aha. halt die Seite wählen. Da gibt es also reichlich Rezepte. Wir gehen hier mal ganz kurz durch, was wir haben. Wir haben hier in Kartonwand drinne solche kleinen Reagenzgläser, natürlich aus Plastik, zwei Sprühtuben für das Parfüm. Hier ein paar schöne kleine Handtücher, einen kleinen Handtücher? Trichter, Handschuhe, Gummihandschuhe, ein paar Filter, einmal, wie nennt man den? Pipetten. Pipetten. Ich vergesse das Wort immer wieder. Ein kleiner Messbecher und dann haben wir noch Das sind kleine drei, das sind Mischbecher. zwei, das sind fünf, das sind Richtig? drei, das sind zwei, Das kennt jeder. Das das sind vom sechs. Onkel Doktor ist da drin. Oh, und sowas alles. Das sind solche Stäbchen. Einen kleinen Messlöffel. Ein paar kleine Rührstäbchen, Strohhalme. Und was das ist, Düfte und Düfte Farbe. und Farbe. Und das könnte vielleicht Und Teebeutel. Samantha die Roma schon mal auspacken, wenn du willst. Und dann haben wir natürlich Zucker. Und Zucker. Was wir gleich brauchen, die Roma wird gleich hier einmal kurz, achso, ein bisschen Wasser brauchen wir auch. Das ist ganz normale Leitungswasser. Ihr braucht jetzt nicht spezielles Wasser, destilliertes Wasser oder sowas. Alles spart euch das, es reicht. Ganz normal Leitungswasser auch, da haben wir Teebeutel. Ist da was Spezielles? Steht was drauf? Teebeutel, rote Beere Rote Beere. Und Tee trinken lieber? Und das lassen? und grüner Tee. Ich nehme dann die Beere. Ja, ich mag aber keinen grünen Tee. Also Den kann vergessen wir ich. es, gut. Okay, dann sind wir damit erstmal alles durch. Haben wir schon irgendwas vergessen hier? Nein, das ist weil alles in den Inhalt des Kartons drinne. Wie gesagt, hier drinne. Ist gar nicht mal so viel. Gekostet hat mir das 25 Euro. Das geht. Würde ich jetzt erstmal sagen. Ich glaube, es ist völlig okay. Lassen wir den Karton. Dann haben wir blaue Farbe, richtig? Oder ist auch Duftstoff mit Das ist drinne? blaue Kosmetikfarbe. Das ist Kosmetikfarbe. Pfirsichduft. Blau-Pfirsichduft, okay. Das ist blaue Farbe. Das Ach ist so. Pfirsichduft. Das ist was ganz anderes. Was ganz anderes. Das ist flüssiges Glycerin oder so. Glycerin? Steht drauf. Hier sind 100 verschiedene Sprachen drauf, Freunde. Das ist frische Duft. Naja, okay. Okay, frische Duft. Also vermutlich Blüten oder sowas alles. Vanille. Da haben wir Vanille. Ich hoffe, wir kriegen jetzt nichts mit Vanille. Ich muss Vanille nicht unbedingt haben. Okay. Kann sowas nicht. Kannst du das nicht? Nee. Dann wollen wir das so angucken, wie die Roma sich versucht, Handschuhe anzuziehen, die ein bisschen gummihaft ist. Ein bisschen Gummi. Durch die Latexhandschuhe so. Du, da brauchst doch nur einen Handschuh. Vielleicht kannst du mit der anderen ein bisschen rumtippeln. Ich weiß nicht, ob es mit Handschuh geht. Doch, geht. Oh meine Güte. Tolles Handy. Typischen Apple. Nee. Ne? Nee. Ist kein Apple? Nein. Samsung. Gut. Türchen Auch Samsung. nicht. Ich wusste schon immer. Samsung sind gute Huawei. Handys. Erst was an. Yay. Er ist Das das wieder an. andere. Nein, nein. Ich kann auch ohne Handschuhe arbeiten. Mir ist warm, Freunde. Denkst du mir nicht? Denkst du mir nicht? Ja, wir haben auch bestimmt zu so 25 Grad so mittlerweile draußen. Nur Hast du mal ja nicht das angezogen? nebenbei. Ich habe Bescheid heute Morgen gehabt. Es war jetzt Ja, ich kalt. wollte das mal wieder anziehen. Hat sich Ja, schon länger nicht mehr. ich krank oder sowas. so, ich weiß gar nicht, warum wir da 100 Stück von haben. Keine 100, aber ihr wisst schon.
Aber wir haben ja Brot für eine schon brauchen. Gut, damit hat sie ihre Handschuhe an und dann mal gucken, was wir jetzt so ganz wunderschönes produzieren tun, machen tun. Vielleicht machen wir auch zwei. Es kommt darauf an, wie lange sowas dauert. Da wir jetzt ein Video machen. Zwar diskutieren, macht man sowas live oder macht man sowas als Video? Jetzt haben wir uns für ein Video entschieden. Jetzt hätte ich nicht erwartet, dass die Handschuhe so lange brauchen. Gut. So. Okay, dann such mal ein Rezept aus. Ich habe schon einen offen gerade. Ich bin noch da. Was ist denn jetzt los? Riecht nach gar nichts. Riecht nach gar nichts. Oha. Riecht nach gar nichts. Vermutlich kommt dieser Geduft erst nach einer gewissen. Wir reden hier von Chemie. Das sagt Glycerin. Leute, echt jetzt? Glycerin. Wonach riecht Glycerin? Wir überlegen. Anscheinend, wir haben es überprüft. Wissenschaftlich getestet nach gar nichts. Eieiei. Vanille. Oh, nicht Vanille. Das muss ich nicht haben jetzt. Machst du das mal raussuchen, bitte? Okay. Was brauchen wir? Wir brauchen das Teil, wir brauchen diese Dinger. Hm? Wir brauchen einen Trichter. Was hast du? Hast du schon mal rausgesucht? Ich habe einen hier. Achso, gut. Wir brauchen einen Trichter. Ja? Wir sind drin, ist aber egal. Gut, das, was wir jetzt gerade nicht brauchen, packe ich mal zur Seite. Wir brauchen für einer von den Düften, das zeigen wir gleich. So, Teebeutel. Brauchen wir nicht. Zucker brauchen wir auch nicht. Zucker brauchen wir nicht. Strohhalme brauchen wir auch nicht. Strohhalme brauchen wir nicht. Da haben wir endlich mal ein bisschen Platz, Freunde. Bisschen Platz. Glycerin brauchen wir auch nicht. Glycerin braucht schade. Ich hätte gerne mit Glycerin gearbeitet. Farbstoff brauchen wir auch nicht. Farbstoff brauchen wir auch nicht. Wir brauchen fast gar nichts. Die brauchen wir auch nicht. Keine Stäbchen? Nee. Ja, wird immer mit Anschlägen getragen, wenn man nichts braucht. Das auch nicht? Nee. Ne? So. Die? Die Becher brauchen wir. Brauchen die hier? Wir brauchen eigentlich nur einen von denen, aber. Ich bin froh, dass wir das nicht in Stehen machen. In Sitzen machen. Wir hätten ein Problem. Also wir brauchen. Ja, ja. Dann rutschen wir ein bisschen. Jetzt egal. Ah, ja, nee, egal. Komm. Ja, dann bück dich halt. Ja, alles gut. Ich muss mich nicht bücken. Ich gucke ein bisschen schräg runter bei der Kamera. Wir haben leider nicht solche große Möglichkeiten. Wir haben die Kamera vielleicht ein bisschen näher. So, die brauchen wir am Ende erst. Am Ende brauchen wir die. So. Machen wir ein Produkt oder machen wir jede ein Produkt? Mir egal, wir können auch jede eine machen. Müssen wir gucken, wie wir das hinkriegen. Wir haben ja nur eine. So viele Flaschen gibt es jetzt natürlich gar nicht. Ja, jede eine Flasche. Hm. Ja, dann müssen wir aber. Zwei Produkte. Wir haben jetzt immer nur ein Handy natürlich abpreis. Egal, jetzt warm. Gut. Dann müssen wir beide das gleich natürlich machen. Vielleicht noch mit anderen Duft. Das können wir natürlich auch machen. Wir müssen mal versuchen. Wollen wir es machen? Ja, wir gucken mal. Ja, warte mal, jetzt haben wir jetzt ja. Was hast du dich entschieden? Wähl einen Duft. Ich soll einen Duft auswählen. Ohne zu gucken. Bitte kein Vanille. Du hast keine Vanille, du hast Frische. Ich habe Frische. Ach, Frische ist immer gut. Also benutzen wir frische Duft. Gut, dann würde ich jetzt erstmal sagen, dann macht Samantha mischen und so alles und ich gebe ihr, was sie braucht. Und dann kriegen wir es schon hin. Vielleicht können wir, so sieht ein bisschen, was Samantha so macht, wie wir da ein bisschen rumblättern, wie sie gucken kann. Okay, haben wir schon. Wollen wir einfach alle drinnen lassen, damit es besser cool aussieht, oder wollen wir wirklich nur einen drin haben? Schau doch ruhig mal hier auf den Tisch. Der bleibt nicht stehen. Nee, die stehen ja auch eigentlich unten. Du hängst sie ja gerade so ran. So. Wir können ruhig alle drinnen lassen. Wir entscheiden uns dann für den oder so. Wir müssen natürlich nur merken, welchen wir nehmen. Ja. Das haben wir. Wir brauchen jetzt Düfte. Du brauchst jetzt einen Duft, oder wie? Eigentlich brauchen wir sogar alle drei. Alle drei Düfte? Also, wir brauchen sogar alle drei. Wusste ich gar nicht. Okay. So, willst du machen? Oder, du machst, ich. Was hast du? Ich mach nur. Ich habe jetzt den Duft.
Apfelduft. Dann darfst du auch was machen und so füll einfach die Pipette und damit mal voll. Wo rein? In diesen Becher. Geh mal von aus. Nee. Ah doch. Ist hier kein roter, kein blauer Becher. Ich hoffe, das ist nicht der Messbecher. Ein kleiner, kleiner Messbecher. Ist ein Messbecher, ja. Gut. Wie viel soll denn rein? Steht was drauf? 4 Tropfen. 4 Tropfen? Oh, sogar mit Sicherheitsverschluss. Also Leute. Wie geht das? Drücken, drehen. Gränchen. Ich mach das auch. Alles gut? 4 Tropfen? 4 Tropfen. Sieht man das einigermaßen? Natürlich nicht. Das waren jetzt, glaube ich, 5. Egal, das ging radikal runter. Ich glaube, dafür sind auch die anderen Pipetten da. So. Jetzt nächste Tropfen mit einer anderen Pipette. In den gleichen Becher? In den gleichen Becher. Okay. Welchen wolltest du? Ja, egal. Das. Wie viele Tropfen? Von dem brauchen wir 12. 12? Oder Dur, Dre, Quantro und sowas alles. Mehr kann ich leider nicht. Jetzt? Ja, hier ist schon was drin. Jetzt geht's los. Echte Chemie. Du meinst ungefähr 12. Okay, ungefähr. Dann nehmen wir jetzt die nächste. Was für ein Duft? Duschenduft, das ist ja eine richtige Duschgel. Ich dachte, Frische hatten wir eben gerade. Oder? Ah, nee, das soll ja völlig sein. Und jetzt brauchst du den. Wie viel? Ja, das ist 6. 6? Also haben wir 4, 12 und 6 Tröpfelchen. Das gibt eine interessante Mische. Okay. Warte mal, der ist gebraucht. Wir müssen den mal wegpacken. So, und nun? Jetzt brauchen wir... Damit wir auch direkt hier reinfüllen können. So, wow. Ja, weil er das aber da auf diesen Becher macht. Warum? Egal. So. Den hier? Hm? Kippen wir einfach mal hier rein. Wenn wir direkt hier reinkippen, machen aber... Ja, ja. Egal, wir machen das richtig. So, und soll ich hier nochmal 5 Milliliter Wasser rein? 5 Milliliter Wasser? Ja, und auch einen Strich. Soll ich das mal machen? Und dann machst du. Hier, nimm ruhig in der Hand. Ja, mit solchen Dingen auffallen. Ja. Milliliter, wie viel ist das? Das ist der untere Strich. Welcher? Der. So wenig nur. Mehr, ich gebe dir sonst mehr Wasser, wenn du noch was brauchst. Noch mehr? Ja. Mir hätte es nicht gegeben. Guck mal, wie perfekt hier. Über die Brille gucken und so. Sehr schön. Das nenne ich ein Doktorand. Mehr? Nee. Na, wir kommen hier voran. Sehr gut. Sehr gut. Also, baut ihr jetzt Parfüm? Hm? Yep. Ja. Ja, dann los, dann kipp rein. Wie seid ihr durch? Das willst du in der Sprühdose, ja? Weiß ich nicht. Denk nach, Pili, denk nach! Wo soll das denn hin? Denk nach, Mann! Sollst du jetzt schütteln oder rühren? Oder geschüttelt, ungerührt, vielleicht ein bisschen Eis dazu? Mach mal das Teil hier rauf. Sorry, ich bin wieder da, Freunde, ich bin wieder da, ich bin wieder da. Flupp! Gott! Geht so? Na, und jetzt fünf.
fertig. Ja, wie schön war. Wie schön war? Komm mal her. Hey, ja, 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 hey, ja. Freunde. Hey, ja, hey, ja. Anna, was ist denn? Da, ja. Kann man das hören? Bestimmt nicht, ne? Klingt ein bisschen abartig, aber okay. Mach nichts. Das war aber fertig. Was? Haben wir keine Seite mehr da? Das Parfüm. Das Parfüm ist fertig. Nimm einen Teststreifen, um den Duft zu testen. Okay. Hier, die Teststreifen gab es auch dazu, falls ich es nicht erwähnt habe. Reiß jetzt meinen Teststreifen ab. Wollen wir das doch erstmal umfüllen, damit wir ein bisschen mehr besser sprühen können? Warte, nee, du sollst ja vermutlich erstmal. Soll ich? Ja. Wie rückt das ganze Ding so auf? Teststreifen. Oha! Das riecht sehr erfrischend. Netter Duft. Nicht unbedingt nach Pfirsich und alles, was da drin ist, obwohl da Vanille drauf war, riecht das eine interessante Mischsorte. Da. War kurz nicht da. Hm? Wir machen das mal hier rein. Und jetzt darfst du jetzt auch gerne eine Runde auftragen. Das jetzt gebraucht. Funktioniert sogar, sag sie. Warte mal. Ja. Gut. Jetzt sind wir jetzt 17 Minuten rum. Wollen wir noch ein? So, nur so viele Sprühdose haben wir gar nicht, wa? Eine Sprühdose haben wir noch. Obwohl, wenn die ja Verbrauch ist, auswaschen, neue Parfüm machen. Hat schon seinen Sinn. Hat schon seinen Sinn. Wo es damit die Abwechslung hat. Oh, jetzt brauchen wir, glaube ich, fast alles. Fast alles? Okay, ich lasse jetzt erstmal so liegen, wie es ist. Wollen wir erstmal machen, ich sage, was wir brauchen? Ja, können wir auch machen. So, das ist jetzt. Okay, das packen wir erstmal weg, weil das brauchen wir. Aufkleber hatten wir noch. Aufkleber hatten wir auch noch, aber das sind ja auch. Bist du da ein Aufkleben schon mal, dass du da überhaupt weißt, dass der gebraucht ist? Ja, mach ich noch. Wird aufgetragen. Hörst du, da geht das Video eben eine halbe Stunde. Komm, scheiß drauf, komm. Gucken wir uns das an. Ne, machen wir ja, ne? Mach ich später, weil es geht gerade nicht. Okay, geht gerade nicht. Stimmt, Handschuhe. Also, soll ich gleich sagen, was wir brauchen? Ja, okay. Also, wir brauchen natürlich das wieder. Das haben wir. Wir brauchen Teebeutel. Egal was, und beide? Die Teebeutel, also würde ich nur mal beide sagen. Okay, wir nehmen erstmal beide. Kleiner Messbecher. Hab ich. Großer Messbecher. Ist da. Glycerin. Nitroglycerin. Ist. Die große Flasche, Pili. Da steht doch schon IBA. Achso, da IBA. Da ganz hinten. Ja, ja, ich muss überprüfen. Immer überprüfen. Filter? Hab ich? Handschuhe haben wir. Papierfilter? Handschuhe. Also jetzt brauchst du wirklich Handschuhe. Okay. Papierfilter? Ist da? Parfümbasen? Die Düfte? Das ist Farbe. Ist da? Die Pipetten? Ja. Haben wir noch zwei? Ja, oder wir nehmen auch die ja heute. Ist einfach so. Und hölzerne Stäbchen. Was?
Die Holzstäbchen. Ich gehe mal von eine erstmal, ne? Und die Spachtel. Spachtel? Achso, so an. Die nehmen wir als Spachtel hier für den Arzt. Ja, oh. Ich habe schon. Früher. Weil hier drauf bin ich noch Eis drauf. Heutzutage benutzen wir es für Parfüm. So schön Eis am Stiel, Freunde. Komm schon. Das kennt ihr noch, die Lutschfinger oder so. Was brauchen wir nicht? Die Strohhalme brauchen wir nicht. Das Plastikdings brauchen wir. Zucker haben wir auch noch nicht. Und Farbstoff haben wir auch noch nicht. Okay. Wir brauchen fast alles. Okay. Ich gebe wieder, das haben wir da mischt und tut und macht. Es geht los. Raus? Du machst den Raumduft, ne? Du machst den Raumduft, ne? Ja. Ne? Na, funktioniert. Du siehst jetzt weg. So, jetzt sieht man mich noch alleine. Ich muss jetzt irgendwas diskutieren, glaube ich, damit es nicht so langweilig wird. Also wir sind jetzt immer noch dabei, irgendwie ein Parfüm herzustellen. Für die eine, die jetzt das anschauen. Ach nee, wir sind ja gar nicht live, also müssen wir jetzt ein Video machen. Also die gerade uns vorgespult haben und haben gesagt, und das erste war kacke, wir spielen mal vor. Ab jetzt beginnt die zweite Folge, also die zweite Sache, wie wir ein zweites Parfüm machen. Verdammt. Sie versteht jetzt gerade nicht, was zu tun ist. Sie liest jetzt gerade vernünftig durch. Was wir jetzt brauchen, haben wir alles da. Interessant ist, dass ich erstmal einmal kurz Pause drücke, soweit es da erstmal vorbeigeht. Also Freunde. So, und weiter geht es, meine Damen und Herren. Wir haben das jetzt geguckt, haben wir nicht hingekriegt. Irgendwie ist die Beschreibung doch nicht so schlau. Also wer diese Beschreibung, die sich aus der App downloaden kann, der braucht wie jemand, der hier Professor mindestens ist, der hier ein bisschen Verständnis hat, das alles zu verstehen. Aber macht nichts, wir machen jetzt buntes und duftendes Peeling. Das ist jetzt ein etwas anderes Produkt. Dazu brauchen wir Zucker. Nehmen wir noch Zucker dazu. Ich bin wieder erstes hier. Was brauchen wir? Genau. Das Bunte bestimmt das nicht, noch, ne? Das nicht. Ja, aber das hier. Ja. Wenn wir bunt haben wollen, dann wollen wir auch bunt haben. Das brauchen wir auch nicht. Kein Filter mehr, das brauchen wir nicht mehr. Okay. Seht ihr, es muss alles seine Richtigkeit haben. Die Stäbchen brauchen wir nicht. Teebeutel haben sich erledigt. Irgendwie soll man Schritt 90 wieder machen und Schritt 1 und 11 bis 11 und den TNT. Was sie damit meinen? Kein Plan. Brauchen wir das? Ja. Okay. Wir brauchen aber diesen Plastikspachtel. Plastikspachtel, also den hier. Plastikspachtel halt. Den Löffel und vermutlich ein bisschen zum Spachteln. Und zieh ruhig aus, wenn du willst. Nee. Nee. So. Hier. Wir haben drei kleine Messbecher, egal. Egal, ist egal. Und den Trichter brauchen wir auch nicht. Kein Trichter? Kein Trichter. Weg mit dem Trichter. Okay. Wir brauchen 2x15 Zucker. 2x15 Milligramm oder was? Aber was ihr jetzt macht? Ja, hab ich schon gesagt. Gleich am Anfang. Gibt's einen Löffel? Naja, okay. Steht da Zucker? Steht drauf! Ich probier. Funktioniert das? Was? Kommt hier rein bis 15, bis da. Bis da kommt Zucker rein. Ja, ich hab. Bis da kommt Zucker rein. Ich hab noch nicht mal angefangen. Nein. Ich weiß nicht mehr was. Hallo? Hallo? Nicht anstoßen? Muss das genau sein? Ja, ne? Ja, schon. Du bist weg. Du bist nicht mehr da. Mach nicht. Ich bin doch da, Leute. Alles gut, ich wette. Also, ich mache jetzt allein hier weiter. Wo machen wir hier den? Schade. Ja, 15? Schade.
Willst du alleine machen? Nee. Können wir gerne mal machen. Nee. Aha, jetzt raus, ja, alleine vor der Kamera. Nee. Was ist denn das für Boden? Der Boden hier so. Ich weiß ja nicht. Oh, scheiße. Darf ich sowas eigentlich machen? Weiter geht's. Jetzt bin ich auch weg. Tschüss. Jetzt ist sie auch hier weg. Aber man sieht ja ihre Finger da noch, wie die da versuchen, so ein bisschen was zu messen. Was, nochmal Zucker? Ja. Wie viel? 2x15. Wann nehmen wir gleich 30? Weil jetzt kriegen wir 30 Bier. Ach so, gut. So, Freunde, wollen wir mal gucken, ob das Zucker auf dem Boden landet? Du hast die Tüte schlecht aufgemacht. Ich hab die Tüte nicht schlecht aufgemacht. Ich hab doch hingekriegt, oder? Nee, die ist verkackt, die Tüte aufgemacht worden. Freunde? Man hört gerade, die Tüte ist voll kacke aufgemacht worden. Ich hab's aber hingekriegt, oder? Das glaube ich noch nicht. Ja, weil ich schneide aber unsere 250.000. Sieht man im Video nicht. Ja, dann mach die doch aus. Du kannst sowieso aus. Oder du verarscht. Die letzten 250er Leute. Ja. Alles gut, Freunde, alles gut. Da haben wir jetzt schon mal. Soll ich dem helfen? Wie viel brauchst du noch? Da. So, nicht ganz 55, aber 50. Okay. Gut. Haben wir gemacht? So, Freunde, bin wieder da. Hat sie gemacht? Jetzt wird rum experimentiert. Jetzt wird geglotzt auf dem Display. Jetzt kommt das Zucker da rein. Jetzt ist es nachher mal auf. Was denn? Du musst dein Becher. Achso, ich soll meinen Becher nehmen. Schmeiß mir da rein. Ich bin nochmal neugierig. Hier sind die einfach zur Seite gelegt. Hier sind die zur Seite gelegt. Weil du mir die gegeben hast? Nee, wir brauchen die aber. Okay, dann brauchen wir die. Die werden nicht mehr drin. Okay. Die werden nicht mehr drin, oder? Wir brauchen die. Gut, mach ja nichts. Wir haben alles da. Wir brauchen Pfirsichduft. Muss das Pfirsichduft sein? Ja. Wir machen das so, wie es in der Beschreibung drin steht. Das machen wir dann einfach mal. Hier kriegt man das wieder nicht auf. Mal gucken. Man drückt die Flasche runter und dann dreht man. Runter sind wir zu und zusammendrücken. Zusammendrücken, runterdrücken. Du hast mir einfach zusammendrücken gesagt. Jetzt kommt, wie viele Tropfen haust du rein? Ich würde es gerne im Video erwähnen. 10 Tropfen. Am besten mit einem 11 oder 12, aber egal. Am besten mit 11 oder 12? Achso. Ja. Pech, Freunde. Pech, 11 oder 12 mache ich auch nichts. Weil intensiver der Duft. Teile die Mischung jetzt in zwei Becher. Jetzt müssen wir erstmal rühren. Ja, wie denn? Mit dem? Ja, ich kann auch ein Stäbchen, Holzstäbchen geben. Wir können auch einen Zahnstocher annehmen. Irgendwie haben wir jetzt immer noch Zucker. Mit ein bisschen Duft. Hört sich auch so an. Jetzt sollst du das wieder gleichmäßig umfüllen. Ja. So, wir rechnen nochmal. Wie viel hatten wir? 2x15? Also, wie kriegen wir jetzt alles wieder gleich, ne? 2x15. Man, theoretisch hätte man auch einfach hier 5 gehalten, hätte man. Ja, eigentlich hätte man. Ja, man hätte. Das ist eine interessante Theorie. Wir hätten ja auch einfach die beiden Löffel. Man hätte mal den ganzen Text lesen sollen und jeder 5 Tropfen rein, ne? So, Freunde, wer das machen tut, es geht auch anders. Aber wir machen das ja so, wie es in der Beschreibung steht. Das kriegen wir hin. Ja. Eine Duftnote, Leute, eine Duftnote. Man kann doch Wasser tun. Nee.
So ja auch nicht. Fertig, definitiv fertig. Ja. Definitiv. Okay. Jetzt wird wieder gemessen. Obwohl, dass man hier dieses Ding braucht, wurde ja auch nicht gesagt. Vielleicht kommen wir doch gleich. Jetzt brauchen wir Wasser. Das kann durchaus passieren. Perfekt. Perfekt, sagt sie einfach so ganz trocken. Perfekt. So, das Video geht schon 30 Minuten, meine Damen und Herren. Ich sag doch sowas. Da ist 15, da ist 15. Ja, breiter ist unten. Trotzdem passt das da irgendwas nicht. Also ist da deutlich mehr reingekommen, richtig? Naja, wir haben 12 Tropfen Wasser genommen. Also Flüssigkeit. Flüssigkeit füllt das Volumen auf. Dann, ja. Okay. Dann zwei gleiche Dinge. Ja, gut. In einen Becher, in einem, ja? Kommen 5 blaue Tropfen rein. In einem Becher 5 blaue Tropfen. Okay. Teilt die Mischung dann in 2 Becher auf. Gib nun mit der Pipette 5 Tropfen blaue in einem Becher und mische es erneut gut. Oder man die. Wenn man ihm einen Becher in einen Becher insgesamt. In einen Becher. Wir sollten die zwei teilen und jetzt kommt ein Becher rein. Also ich verstehe ja, dass du 5 Tropfen in einen Becher nimmst. Ja, nimm erneut gut mischen mit was. Hab ich jetzt Zahnstocher? Ja. Freu dich mal. Wir machen das gleich mit Zahnstocher. Drei. Vier. Fünf Tropfen. Nee, noch nicht ganz. Na. Jetzt ist der fünfte. Uiuiui. Das Bauzeug hat auch ein kleines bisschen Geruch irgendwie. Dann nehmen wir jetzt einen Zahnstocher, den kann man leichter rühren, weil jetzt so kleiner Becher, kleiner Desbums und Bumstings und sowas alles. Jetzt wird verrührt, meine Damen und Herren. Jetzt wird's blau. Ja, so blau, Blüten ziehen. Juhu! Was ist das denn für ein ekelhaftes Zeug? Ei. Was? Ich bin noch da hier. Sie ist noch da, sagt sie. Sie ist noch hier. Sie macht gerade eine Mische aus Zucker und blaue Farbe. Und da war ja ein bisschen Pfirsichduft drin. Das schauen wir uns jetzt gleich nochmal genauer an, was das jetzt genau für eine Zuckerbrösel da ist. Irgendwie ist es im Moment merkwürdig, was soll man damit tun und machen und können. Es schnüffelt. Deswegen, ich habe das Passwort und das habe ich ja nicht hier drüben. Ich dachte, das ist jetzt hier auch. Und wie sieht es aus? Das ist noch nicht ganz gleichmäßig. Okay, wir müssen noch ein bisschen rühren. Bisschen sagt mir so ein blaues Slush-Eis oder? Es ist kein Slush-Eis und daher sollte man das am liebsten nicht genießen. Obwohl, der Löffel ist ja auch da, ne? Stimmt. Nein, das will man natürlich nicht. Wenn er gleich auf dem Till draufsteht, bitte genießen Sie einen Löffel davon. Nein, das will wir uns verkneifen. Komm, das müssen wir uns einfach mal ein bisschen. Wenn es essbare Farbe wäre, würde ich es machen. Das ist Zucker mit essbarer Farbe. Dieses Duft ist nicht so, ja. Kosmetikblau steht drauf. Das heißt ja nicht, dass es. Ja. Nein, dass es schädlich ist. Ja. Denke es gar nicht dran. So, ich brauche Taschen hier. Sieht gut aus? Ungefähr gleichmäßig? Ja, sieht doch gut aus. Darf ich mal gucken? Ja, ganz unten ein bisschen. Ja,
Heftig. Und jetzt brauchen wir eine Röhrchen, richtig? Stelle ein Teströhrchen in den Halter. Benutze den Plastikspachtel, um den vorbereiteten Zucker in das Röhrchen zu übertragen. Ihr könnt abwechselnd blauen, duftenden Zucker und einfachen, duftenden Zucker zugeben. Sieh dir doch voll in meine Fresse. Okay, dann geht's los. Ich hab mal den, oder machst du? Ja? Guck mal. Jetzt geht es los, abwechselnd. Jetzt kommt einmal blau, dann weiß, dann blau, dann weiß, dann blau, dann weiß. Penny hab ich getroffen. Ben Gosch. Und ist damit gewonnen. Und keine 10 im Mund. Ich fürchte nicht. Ein schön Peeling sein, ist voller Zucker. Sie sagte gerade, dazu ein Peeling ist nur Zucker. Gefärbter Zucker, weißer Zucker, Duftzucker. So, du hast doch einfach nur Zucker mit Farbe, ja, und Duft. Ist ja mega gleichmäßig. Wer weiß, was gleich kommt. Ja, es wäre denn nicht hundertprozentig gleichmäßig. Wir reden hier von Zucker und das eine ist ein bisschen, hat eine andere konsistent. Und jetzt kommt da, was meinst du? Das kann passieren. Aber dann weiß ich nicht, warum wir das nicht zusammenmischen, aber egal. Wir schauen uns das ja an, was jetzt gleich die nächste Aufgabe ist. Das Teil ist gleich voll und ich habe da immer noch voll viel zu. Das macht nichts, das. Ich hab ja ein Spiel drauf, aber mit der Zeit wird es langweilig. Denkt an, der Deckel muss noch passen, ne? Jetzt kann man es ja auch noch so. Ich will auch halt nicht anschauen. Ja. So. Tada! Dann nehmen wir jetzt den Deckel. Den Kettel war da auch da drin. Da. Und dann wollen wir mal pressen, drücken. Und jetzt haben wir diese Flasche. Können wir oben auf den Kopf drehen. Das ist schön. Blau-weiß. Soll ich jetzt mal rüber? Ich muss was essen. Sehr interessant, Freunde. Sehr interessant. Soll ich das aussehen oder was? Und fertig. Fertig? Und, fertig. Was, und damit hast du jetzt. Welche Penny hast du? 20, glaube ich. Ein Peeling einfach. Das ist ein Peeling. Das können wir ja so lassen, ja, oder? Das ist 20, ich habe 13. Bitte, bitte. Damit haben wir das fertig. Hier ist das fertig. Und ich muss auch zugehen, das war jetzt super easy, muss ich auch sagen. Ich weiß jetzt gar nicht, warum wir so eine Möschel gemacht haben. Wir kriegen einen zweiten Kuchen davon raus. Sehr interessant. Und ja, bevor wir jetzt hier noch auf die Stunde voll aufrunden oder so. Ja, werde ich mich hier auf jeden Fall mal bedanken. Und dann bis zum nächsten Mal, Freunde. Ich greife mal kurz hier über die Maus. Und bis dahin, wir sehen uns. Tschüssi. Sein.